Aber was ich auch sagen muss, ist, dass halt nur Leute fahren können, die halt auch einen Führerschein besitzen. Sprich, A1-Führerschein, A2-Führerschein oder Motorradführerschein. Ohne Führerschein könnt ihr leider nicht fahren. Aber ihr könnt euch zumindest dann die Bikes angucken und mit mir ein bisschen quatschen. Ja, ja, Leute, was geht ab? Euer Harzweiler hier wieder am Start und heute kommt mal wieder ein Video mit der wunderschönen Kawasaki Ninja 125. Und zwar habe ich echt was Geiles zu verkünden und ich hoffe, ihr habt da auch richtig Bock drauf, aber ich denke mal, die meisten haben da echt Bock drauf. Und zwar wollen wir nächsten Samstag, den 27.07.2019, wollen wir ein kleines Treffen am Torfhaus machen, hier im Harz, am Torfhaus, von 10 bis 16 Uhr ungefähr. Und da habt ihr die Möglichkeit, jetzt kommt's, da habt ihr die Möglichkeit, die Ninja 125 zu fahren und die Z125 zu fahren. Also ihr könnt vorbeikommen und könnt beide Bikes Probe fahren. Sowohl die Ninja als auch die Z. Und natürlich bin ich da auch vor Ort. Ihr könnt mit mir ein bisschen quatschen. Wir können da zusammen Apfelstrudel essen oder ein bisschen was trinken. Natürlich keine alkoholischen Getränke. Und ja, können uns halt die Bikes ein bisschen anschauen. Ihr könnt, wie gesagt, könnt ihr mit den Bikes fahren. Wir haben da so eine kleine Route ausgewählt. Da werde ich dann mit euch zusammen ja so eine kleine Tour drehen, so gesehen. Und zwischendrin tauschen wir die Bikes mal ein bisschen hin und her, dass ihr mal wirklich beide fahren könnt. Und am Ende könnt ihr mir denn sagen, was ihr besser findet, ob Z oder die Ninja? Aber was ich auch sagen muss, ist, dass halt nur Leute fahren können, die halt auch einen Führerschein besitzen. Sprich, A1-Führerschein, A2-Führerschein oder Motorradführerschein. Ohne Führerschein könnt ihr leider nicht fahren. Aber ihr könnt euch zumindest dann die Bikes angucken und mit mir ein bisschen quatschen. Für alle, die einen Führerschein haben, ihr könnt fahren. Ihr müsst da nur was unterschreiben. Hat einfach nur Gründe wegen der Versicherung, dass, falls etwas passiert, alles versicherungstechnisch mäßig abgeklärt ist. Wie gesagt, das ist ja überall, wo man Bikes Probe fährt, muss man einen kleinen Wisch unterschreiben. Und die nächste Sache ist einfach, weil uns Sicherheit und ja auch Kawasaki die Sicherheit extrem wichtig ist, könnt ihr auch nur fahren, wenn ihr wirklich Schutzkleidung anhabt. Na, das ist schon wichtig, weil falls was passiert, dass ihr wirklich super geschützt seid. Deswegen Führerschein mitbringen auf jeden Fall und Schutzkleidung anhaben. Wenn ihr das alles habt und einen Führerschein, habe ich ja schon gesagt, dann könnt ihr mit den beiden Bikes fahren. So, aber als allererstes muss ich jetzt erstmal tanken hier. Die Ninja ist nämlich leer. Wir tanken natürlich nur das Beste vom besten Ultimate, 102 von der Aral. So, machen wir mal ein bisschen Saft hier rein. Oh, fast 10 Liter, also die war echt ratzende leer. So, ich gehe mal schnell rein und bezahle, dann bin ich gleich wieder da. So, da bin ich wieder. So, die nächste Sache ist halt auch, was richtig gut ist, unter der Z haben wir ja den Originalauspuff drunter und unter der Ninja haben wir den Aero-Auspuff drunter, der richtig geilen Sound macht. Und da könnt ihr auch mal dann live ganz gut erleben oder da könnt ihr nochmal live ganz gut den Unterschied hören zwischen dem Originalauspuff und dem Aero-Auspuff, weil der Aero-Auspuff macht wirklich richtig geilen Sound und geile Fehlzündungen. Aber das werdet ihr herausfinden, wenn ihr vorbeikommt und dann die Ninja am besten selber mal fahrt. Und natürlich für alle, die vorbeikommen, es gibt natürlich auch ein paar kleine Geschenke. Das heißt, der gute Marco von Kawasaki, der ist ja auch mit dabei bei der Aktion, der hält sie aber im Hintergrund auf. Aber der hat schon gesagt, oder besser gesagt, ich habe das angesprochen. Ja, und der liebe Marco von Kawasaki bringt dann halt auch ein paar schöne Werbegeschenke mit. Sprich Schlüsselanhänger, eventuell Halstücher, ein paar T-Shirts von Kawasaki. Also wie gesagt, gibt es sogar noch ein paar kleine Geschenke. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr vorbeikommt. Wäre auf jeden Fall mal schön, man könnte ein bisschen quatschen und in letzter Zeit haben sowieso so viele mal gefragt, ey Harzi, wann machst du endlich mal ein Treffen hier im Harz? Jetzt mache ich endlich mal ein Treffen und jetzt könnt ihr sogar noch nebenbei sogar ein bisschen Moped fahren, also besser geht's da gar nicht. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das Wetter richtig gut wird, aber für nächste Woche sind die Aussichten schon mal sehr, 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 sehr gut. Trotzdem habe ich eine kleine Bitte an euch.
Wenn ihr in der Gruppe kommt oder allgemein dahin kommt, bitte haltet euch dann an die SCVO, denn wir wollen ja alle zusammen Spaß haben. Wir wollen alle wieder am Abend gesund nach Hause fahren. Wir wollen, dass kein Unfall passiert. Und ja, es muss jetzt keiner da irgendwie eine Show davor abziehen oder so. Deswegen alles schön Chili-Mili. Lasst uns unseren Spaß haben und am Abend sind wir dann noch alle glücklich, wenn das der Tag reibungslos abläuft. Und falls jemand Fragen nochmal hat, dann schreibt es unten in die Kommentare. Ich versuche alle Fragen zu beantworten. Aber ich denke, dass ich alle wichtigen Details genannt habe. Aber wie gesagt, falls noch Fragen sind, schreibt es einfach unten in die Kommentare oder schreibt mir bei Instagram. Die beantworte ich euch da. Für alle, die mir auf Instagram noch nicht folgen, Instagram ist unten auch verlinkt. Da könnt ihr einfach mal reingucken und dann ja, könnt ihr mir da auch folgen, wenn ihr Bock habt. Ja, und für alle, die aus dem südlichen Raum Deutschlands kommen, klar, für euch wäre die Anreise mega weit einfach. Aber da habe ich auch eine gute Nachricht für euch. Und zwar wird genau im Endeffekt dieses gleiche Event, bloß mit dem guten Slutty, wird irgendwann demnächst auch unten im Stuttgarter Raum stattfinden. Das heißt, wenn ihr da Lust drauf habt, so ein Bike Probe zu fahren, dann könnt ihr einfach auch bei Slutty, der wird sowas wie gesagt demnächst auch mal machen mit Kawasaki zusammen, wo ihr dann auch beide Maschinen Probe fahren könnt, dann habt ihr da auch die Chance. Deswegen finde ich, ist das ganz gut gelöst, einmal ziemlich im Norden oben und einmal im Süden unten, dass jeder wirklich die Möglichkeit auch hat zu fahren. Ich weiß einfach, dass mega viele immer für solche Abo-Treffen teilweise echt weit anreisen, also wo wir mal ein Hamburg-Abo-Treffen gemacht haben, dann, also ich und Zink, das ist zwar jetzt schon ewig her, aber da sind teilweise wirklich Leute angereist, die sind 3 Stunden gefahren, ne? Das ist jetzt kein Scherz. Und das finde ich immer wieder übelst heftig, dass es wirklich Menschen gibt, die für einen dann wirklich so eine lange Fahrt in Kauf nehmen, um einen zu sehen. So, das finde ich echt krass, muss ich ehrlich sagen. Und davor habe ich auch übelsten Respekt einfach, dass es so treue Fans gibt. Ich bin dafür auch mega dankbar, dass sie wirklich so eine weite Reise in Kauf nehmen, um einen zu sehen, mal ein bisschen zu quatschen und so. Aber das finde ich echt cool. Also finde ich richtig cool. Deswegen, ich bin mal gespannt, nächstes Wochenende, wo ihr alle herkommt, wie weit ihr anreist. Also ich möchte sagen, gibt es bestimmt wieder so einige, die aus der weiten Ferne anreisen. Falls jetzt auch Fahrer oder Fahrerinnen dabei sind, die jetzt zum Beispiel erst frisch den Führerschein haben, sprich den A1-Führerschein, und vielleicht etwas Angst haben, denn diese Runde mitzufahren, dann keine Sorge, kommt einfach vorher an, sagt, ja, hier Harzi oder Dennis, ihr könnt mich ruhig alle Dennis nennen, hier Dennis, ich habe jetzt erst seit 2-3 Wochen den Führerschein, ich fühle mich da noch nicht so sicher drauf auf dem Bike, da können wir es auch gern machen, dass wir ohne eine große Masse mal fahren, dann würde ich echt wirklich machen, hier komm, ich pick mir die einzelnen Menschen da raus, die wirklich noch nicht viel Fahrerfahrung haben und nicht in der großen Gruppe fahren wollen, und dann würde ich mit euch einzeln zusammenfahren. Das heißt, sprich, der oder die und ich. Weil dann, ich weiß selber, wenn man oft in der Gruppe fährt, dann steht man manchmal so ein bisschen unter Druck so und denkt, man macht was falsch und ja. Deswegen, wenn jetzt welche wirklich dabei sind, die Angst haben, in der Gruppe zu fahren oder wie gesagt Fahranfänger sind, sagt es mir einfach, dann fahren wir einfach zusammen eine Runde, weil jeder soll wirklich die Möglichkeit dazu haben. Und dann machen wir auch wirklich, gerade für die Fahranfänger, mache ich auch wirklich eine gechillte Runde. Wir wollen ja sowieso kein Rennen oder so veranstalten, sondern wir wollen wirklich Chili-Mili machen. Und für die Fahranfänger, denn, da fahre ich extra noch mal ein Stück langsamer, dass wirklich jeder die Chance hat, eine Runde zu fahren und jeder seinen Spaß einfach bei der Sache hat. Weil ich finde immer, der Spaß muss an oberster Stelle einfach stehen. Der Spaß ist das A und O bei solchen Aktionen. Egal, ob beim Motorradfahren oder beim Quatschen oder sonst irgendwas. Spaß steht immer an oberster Stelle. Bei mir zumindest. Und ja, ich hoffe, ihr seht das genauso. So, ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Leider kann ich ja jetzt nur mit einem Bike fahren, sonst hätte ich euch die ZE gerade auch nochmal gezeigt, aber ich denke, die meisten wissen, wie die ZE aussieht. Ich komme mit beiden Bikes, wie gesagt. Falls jemand Fragen hat, schreibt es unten in die Kommentare rein, weil jetzt kann ich sie noch frühzeitig beantworten. So, ansonsten werde ich auf Instagram noch ein paar Infos raushauen zum Wochenende. Ich denke mal, da 1-2 Tage bevor es dann losgeht, werde ich noch mal ein paar genaue Infos raushauen. Falls sich irgendwas ändert oder so, werde ich das auch frühzeitig bekannt geben.
Ja, so, jetzt bin ich aber weg. Also bis dann, ciao, ciao und tschüss.